Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi, das hier ist Sammy und ja, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute sind wir mal draußen, denn es ist unfassbar warm und wir wollten die Zoroyal Schatzkiste einmal auspacken. Moment. Tada! Denn die haben wir uns gegönnt. Genauso wie die Zooplus Schatzkiste, die wird demnächst auch noch ausgepackt. Also falls ihr Hintergrundgeräusche hört, hier sind Leute am Werk. Also ja, wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen dieses Video zu schauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es ist eigentlich gerade die vollste Mittagshitze, aber unser Nachbar hat sich überlegt, doch irgendwelche Holzarbeiten zu machen. Ich möchte dazu einfach nichts sagen. Sammy hat es hier ganz gemütlich. Er sucht sich immer Stellen und ist mal in der Sonne, mal ist er im Schatten und hat da vorne auch sein Trinken. Wenn er möchte, kann er jederzeit los und sich was holen. So, die Zooroyal Schatzkiste gab es oder gibt es sogar noch für Katzen und für Hunde. Also ich habe die für Hunde natürlich geholt, weil ich einen Hund habe. Und wie du da vorne siehst, es gibt auch noch eine weitere, die ich in diesem Video tatsächlich auch verlosen kann. Und ja, dann schauen wir mal rein. Und hier siehst du schon mal den Inhalt. Ich stelle sie aber mal zur Seite und dann schauen wir mal rein. Also, erstmal haben wir hier ein bisschen Nassfutter. Also es ist halt so eine bunte Mischung aus Trockenfutter, Nassfutter, Leckerlis, Spielzeug. Und da ist von der Zooroyal Eigenmarke Charlies Naturkost mit Kalb und Huhn, mit Kartoffeln und Petersilie etwas drin. Das sieht doch schon mal ganz gut aus mit Kartoffeln und Petersilie, Sammy. Ja, mal gucken, ob du gleich eine von den Nassdosen probieren darfst. Denn der hat auch noch gar nicht gefrühstückt. Also wir haben jetzt Mittag und der hat irgendwie keinen Bock zu essen. Also das ist auch ganz typisch Sammy. Ach so, und das ist ohne Zusatz von Getreide, ohne Zusatz von Zucker. Das ist auch cool, ne? Das wird er auf jeden Fall mal testen, da bin ich gespannt. Hoher Anteil tierischen Proteins, Herstellung in Deutschland, Verwendung heimischer, frischer Zutaten, Verzicht auf Getreide und Zuckerzusatz, ohne künstliche Konservierungs- und Aromastoffe und ohne Tier- und Knochenmehl. Ne? Oh, guck mal, da ist sogar 0,1% Löwenzahn drin für mich. Löwenzahn, Löwenzahn. Ja. Traue mich einfach. Der liegt hier echt wie King Porno, das ist der Wahnsinn. So, dann ist hier noch eine Dose Nassfutter mit drin und zwar Bioe Dog Fleischkost. Rich in Beef, reich an Rind, das sind auch 400 Gramm. Und das ist ein Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde. Ja, guck. Das ist auch schön. Hechelt hier sich einen zurecht, ne? Was macht ihr eigentlich, wenn es so heiß ist mit euren Tieren? Also Sammy hat eine Kühlmatte, wo er sich drauflegen kann. Die kam jetzt halt mit der Zooroyal-Bestellung hier an. Also an die muss er sich erstmal gewöhnen. Ansonsten habe ich auch einfach so ein bisschen Nassfutter und Trockenfutter eingefroren. Also so ein kleines Eis einfach mal zwischendurch mit Wasser dann halt übergossen. Dann hat er so ein Schlecki-Eis, das findet er auch immer ganz toll. Ja, ansonsten. Ach, guck mal, das ist von der Firma Bevital Pet Food. So, hier haben wir das erste Spielzeug. Das kommt von Zooroyal Rugby mit Seil, mit Zehrfunktion und mit Wurffunktion. So sieht das schicke Teil aus. Zehrfunktion, okay, also dass er so dran zerren könnte quasi, weil sich das hier dann drin bewegt. Okay, das hier ist so ein Gummiding, das sieht aus wie eine Traube oder wie ein Zapfen vielmehr. Na, wie finden Sie das? Wie finden Sie das? Wie finden Sie das? Willst du damit spielen? Willst du damit spielen? Willst du damit spielen? Willst du damit spielen? Ist zu warm? Nein? Nein. Meins. Doch, das ist wohl meins. Das ist meins. Meins. Ganz verwirrt von dem Karton. Das willst du haben? Das willst du haben? Ich weiß ja nicht. Vielleicht ist es auch meins. Vielleicht möchte ich auch einfach reinbeißen. Nein. Willst du es haben? Komm mal her. Samika? Sammy? Bring es her. Bring ist nicht so seine Stärke, muss ich gestehen. Du Reiber.
Da sind wir wieder. Okay. Der kleine Räuber hat sich also sein Spielzeug ergaunert. Ich merke das wohl. Dann kann ich euch erzählen, was hier sonst noch so drin ist. Find's gut, ne? Da habe ich von Animonda vom Feinsten Adult mit Rind und Bananen und Aprikosen. Ah, mit Schlemmerkern. Vielleicht ist das jetzt gleich mal was für den. Mal gucken. Ja? Oh. Du hast mir mein Gesicht genießt. So, Film mit Hund ist ja immer so eine Sache, ne? Wir machen jetzt einfach mal weiter. Wir kriegen gerade Besuch. Ich muss kurz Pause machen. Sammy, geht weiter, komm. Komm mal hier. So, jetzt kommen wir mal zu Vernaschen. Und zwar habe ich hier Greenies Dental Treats von, weiß ich nicht, aber die sind auf jeden Fall mit drin. Und das sind dann so Zahnreinigungsviecher. Gucken wir mal. Medium. For Dogs 12 bis 22 Kilo. Ja, das könnte gerade so für Sammy hinhauen. Oh, guck mal, wie groß die sind. Und die sehen total witzig aus. Du hast auf der einen Seite so einen Knochen und auf der anderen Seite so eine Zahnbürste. Riechen sehr natürlich, Sammy, ne? Willst du mal probieren? Die fühlen sich auch ein bisschen weicher an. Also, ne, die sind auch ein bisschen flexibel. Da bin ich gespannt, ob Sammy das ist. Er legt es erstmal in den Rasen und guckt es an. Nein, er guckt mich an. Willst du es essen? Ja? Jam, jam? Ja, ich weiß nicht. So. Als nächstes haben wir noch ein bisschen Nassfutter mit drin. Und zwar von Terra Canis oder Canis. Hausmannskost für Hunde mit Pute. Dann haben wir eine kleine Dose drin von Almo Nature Owned by the Animals mit Hühnerfilet. Hier ist noch ein weiteres Spielzeug mit drin. Da muss man aber, glaube ich, was reinmachen. Rubber Toy von Carly Flamingo. Ein Hundespielzeug. Und das ist so ein Ball, wo halt so Löcher drin sind. Der ist sehr flexibel. Ich denke, dass man da schön auch so große Leckerlis reinmachen kann und das dann werfen kann, um das entsprechend ja, als Spielzeug zu verwenden. Aber ich glaube, dass es bei Sammy sehr schnell kaputt gehen wird. Der hat auch eine ordentliche Beißkraft. Ja, doch. Aber ansonsten scheint er übrigens dieses Teil nicht ganz so gerne zu mögen. Einmal kurz drauf rumgekaut und dann liegen lassen. Probier noch weiter. Weiter. Nom nom. Traut dem Braten noch nicht so ganz. Hier haben wir eine große Packung, oder eine Probierpackung ist es ja eigentlich, aber eine große Packung in dieser Box von Green Pet Food, Made in Germany. Farm Dog für erwachsene Hunde. Active Grain Free mit Tierschutz und mit Tierschutzhühnchen und roter Linse. Das ist nicht verkehrt. Und hier steht auch hinten drauf, warum lebt unser Farmdog-Hühnchen artgerecht? Picksteine und Strohballen, Sitzstangen, Einstreu zum Scharren und Sandbaden, 30% mehr Stallfläche, Wintergarten, langsame Aufzucht, Verzicht auf genetisch veränderte Futtermittel. Ja, das ist doch auch schon mal ganz cool, ne? Das heißt, mit diesem Produkt schützt du oder förderst du ja auch artgerechte Haltung von den Hühnchen. Und das finde ich ganz positiv. Immun Plus. Ja, sehr schön. Regional und artgerechte Haltung. Aha. Ich glaube, wir gucken uns das einmal an. Ein bisschen aufschneiden. Und hier drin hast du halt so Linsenpellets. Die riechen eigentlich ganz gut. Also auch sehr natürlich und als wäre das wirklich auch gutes Futter. Kannst du mir mal probieren? Ist gut. Aber noch hin, oder?
Nom nom? Ja, fein. Ja, aber diese Dentalviecher, die sind wohl nicht unbedingt was für ihn. Das hat er jetzt noch nicht so wirklich aufgefressen. Also, naja. Was haben wir denn noch hier drin? Conso Royal, die Mini-Knochen. Reich an Rind und Geflügel. Und das sind halt auch so Leckerlis, die ich dann auch gerne mit in dieses eingefrorene Futter gebe. Das ist echt praktisch, weil die halt die richtige Größe haben. Ne? Das ist geeignet als Trainingssnack, ohne Zuckerzusatz, ohne Getreidezusatz. Ja, also die hatten wir auch schon öfters mal da tatsächlich. Das sind so ganz kleine, winzige Knochen. Und wie gesagt, die kommen halt gerne in das gefrorene Eis mit rein. Und Sammy mag die auch wohl. Mit Rind und Geflügel. Dann habe ich hier noch ein Nassfutter-Produkt drin. Und zwar von Belcando Dogfood Huhn mit Reis, Möhren und Zucchini. Auf die Zutaten kommt es an. Ja, Möhren ist gut, Zucchini ist auch ganz gut und Hühnchen sowieso für Sammy, der mag das unheimlich gerne und das ist halt auch magenfreundlich. Belcando Feines Selection Hundenahrung umfasst eine Auswahl unserer besten Rezepturen. Jo, da kann Sammy sich gleich mal aussuchen, was er gleich probieren darf. Oh, jetzt haben wir hier wieder was Schönes. Von Purina Adventuros Mini Cuts Wildschwein als Zutat Nummer 1. Getreidefreie Rezeptur, 92% Wildschwein, Huhn, Rind und Schwein. Ja, so sieht das aus. Und die scheinen auch ein bisschen größer zu sein, wobei hier auch Mini wieder draufsteht. Ja, gucken. Ja, das geht. Das sind halt so dunkle Sticks, die sehr herb riechen. Aber Sammy wird es mögen, weil das ist auch ein bisschen weicher. Das heißt, da ist auch ordentlich Feuchtigkeit mit drin. Das gefällt ihm, glaube ich. Da kannst du direkt noch einen haben. Nom nom. Dann haben wir hier drin Biokost Adult von Liebesgut. Von Liebesgut hatten wir auch schon öfters was drin. Das hat ihm auch gut geschmeckt. Life Balance Konzept. Biohuhn mit Schwarzwurzel und Amaranth. Ich glaube, genau das hatten wir letztes Mal auch. Es hat ihm sehr gut geschmeckt und ja. Das Futter kommt sowieso dann immer durchs Trockenfutter durch, damit er auch so ein bisschen Feuchtigkeit noch mit dazu bekommt. Das ist ganz schön. Und das letzte in dieser Kiste sind diese Mini-Salamis von Zoo Royal. Die holen wir auch immer mal wieder. Da steht der total drauf. Das ist mit hohem Fleischanteil und es ist einfach ein bisschen weicher, so schön zu kauen und ein schöner Snack zwischendurch. Die kommen hier in so einer Mini-Winnie-Würstchenkette. Die sind jetzt ein bisschen härter als die, die man auch so manchmal sich holt. Und guck mal, wie Sammy guckt, ne? Das ist schon total so meins. Möchtest du einen hier? Oh, eine Wurst. So, und jetzt darf Sammy sich tatsächlich... Achso, als erstes blende ich euch hier mal den Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Der liegt immer viel, viel höher als das, was man für die Box bezahlt hat. Ich habe ja ungefähr 14,99 bezahlt. Denk übrigens an die Verlosung von dieser Box. Steht alles unten in der Infobox. Genau, und jetzt darf Sammy sich eins von den Nassfuttern aussuchen und das dann direkt mal mit euch zusammen probieren. Ich lege überall so ein Vieh drauf und dann gucken wir mal. Das wolltest du haben, ne? Er hat sich als erstes für dieses Produkt entschieden. Das ist von Animonda vom feinsten Adult Rind, Banane und Aprikose. Das könnte man jetzt wunderschön anrichten, aber ich gebe es ihm jetzt einfach aus der Dose direkt. Da hat er, glaube ich, keine Probleme mit. Der wird sich das komplett schnappen und fressen, denke ich. Ich kenne ja meinen kleinen Mann. So, hier sehen wir das Produkt. Da siehst du auch richtig in der Mitte diesen Kern drin. Also das ist echt, riecht auch gut. Ich mag ja gerne diese Gerüche von Nassfutter, ne? Erstmal die Soße weglecken. Und soll Fräuchen das rausnehmen? Ich mach's einfach mal auf den Rasen, was soll's. Wir sind ja draußen, da kann man's ja machen, ne? Dann nimmt es einfach komplett im Mund und kaut drauf rum, es ist so herrlich.
Monsieur hat fertig. Ihr Lieben, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn dem so ist, dann lasst dem Video doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lasst es euch ganz einfach gut gehen. Fühlt euch ganz doll gedrückt von mir. Sammy dreht jetzt hier schon wieder seine Runde. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Sammy-Videos. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!